Es ist lange her, dass Don Buchla in den 1970er Jahren seine bahnbrechende Synthesizer 257 und 281 vorstellte, und heute bringt Behringer diese legendären Klassiker ins 21. Jahrhundert. Der Behringer Abacus ist diesen Originalinstrumenten nachempfunden und verfügt über eine Reihe linearer, logarithmischer und exponentiell ausgelöster oder kontinuierlicher Funktionen. Der ursprüngliche 281 verfügte über vier Tektikerl-Kurven, die getriggert und gewechselt werden können, aber wir haben es geschafft, sie auf zwei Anstiegs- und Abfallzyklen und einen speziellen Eingang für beide zurückzuführen. Es ist fast so, als hätten sie zwei Blitze in ihrem System. Aber warum hier aufhören? Wir haben es geschafft, auch die Technologie des Serge D'USG zu integrieren, die ihnen die Verarbeitung von Audiosignalen ermöglicht. Aber der Name Abacus kommt eindeutig von der Zahl 257, die es ihnen ermöglicht, Mathematik mit Spannung zu betreiben. Wir haben es sogar geschafft, eine Rückwärtsmodulation zu erzeugen. Möchten Sie das Tempo manipulieren? Das ist kein Problem. Betrachten Sie es als gelöst. Werfen wir einen genaueren Blick auf das Panel und seine revolutionäre Benutzeroberfläche. Es verfügt über vier Eingänge und zwei Trigger mit vier Kanälen. Der linke und rechte Kanal, Nummer 1 und 4, sind etwas Besonderes. Die Center-Kanäle 2 und 3 sind es nicht. Die Kanäle 1 und 4 sind sogenannte Hüllkurvengeneratoren. Sie bieten eine Attack- und Decke-Phase, die mit Reiß und Fall gekennzeichnet ist. Wie das Römische Reich. Jede Stufe verfügt über eine CV-Steuerung, aber es gibt auch einen speziellen Eingang mit der Bezeichnung Bot. Warum sollten Sie sich mit einem zufrieden geben, wenn Sie beides haben können? Wenn Sie die Taste mit der Aufschrift Zykle drücken, steigt und fällt der Kanal, steigt und fällt und so weiter. Sie können diese Zyklen in lineare, logarithmische und exponentielle Funktionen umwandeln. Es gibt vier Ausgänge mit der Bezeichnung 1, 2, 3 und 4 sowie zwei praktische EOR- und EOC-Trigger zur Steuerung Ihres Tempos. Es gibt zwei spezielle Funktionsausgänge, die unbeeinflusste Kopien dessen ausgeben, was aus Ausgang 1 und 4 kommt. Es ist auch sehr einfach, mathematische Gleichungen wie OR, AND und INV aufzustellen. Der Ausgang OR führt eine logische oder Operation durch, der Ausgang AND berechnet die Summe und der Ausgang INV kehrt den Ausgang um. Der Abacus bietet eine einzigartige und innovative Interpretation der klassischen Buchla Synthesizer, die die Vergangenheit geprägt haben und noch immer die Zukunft der Synthese definieren. Wir glauben, dass es das Potenzial hat, das meistverkaufte Euroac-Modul aller Zeiten zu werden. Wie funktioniert es also? Das ist eine gute Frage und wir freuen uns, dass Sie sie gestellt haben. Das Problem ist jedoch, dass Abacus so viele Dinge kann, dass es unmöglich ist, Ihnen alles zu zeigen. Wir haben mindestens 22 Dinge gezählt. Es ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Ein analoger Computer. Beispielsweise können Sie die Zyklustasten per Knopfdruck betätigen. Das Licht zeigt an, ob der Zyklus aktiviert oder deaktiviert ist. Achten Sie auf die unteren Lichter. Sie gehen auch je nach Zustand der Zyklusphase ein und aus. EOC ist die meiste Zeit immer aktiv. Es ist ausgeschaltet, wenn der richtige Zyklus läuft. Die meisten Funktionen sind selbsterklärend. Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Handbuch. Viel Spaß beim Patchen und viel Spaß mit diesem innovativen und erschwinglichen Meisterwerk. Aber warum hier aufhören? Warum irgendwo anhalten? Es ist strengstens verboten, unser wertvolles Erbe nachzubilden, zurückzuentwickeln oder zu klonen. Machen Sie sich jetzt wieder an die Arbeit.